Im Gang des Wolfratshauser Polizeireviers. Ein Mann um die 60 mit grauem Stoppelbart tritt ein. Er trägt eine orangefarbene Kapuzenjacke. Hallo. Hallo. Ist da keiner? Sonja kommt. Hallo. Ich glaube, es ist etwas Schreckliches passiert. Und ich trage eine Mitschuld. Okay, was ist denn passiert? Er hat gesagt, er hätte was gefunden und dann war die Verbindung plötzlich weg. Wer hat denn was gefunden? Der Bärtige blickt auf sein Handy. Geht's Ihnen nicht gut? Dreht sich um und eilt wieder nach draußen. Hansi, Hupsi? Mit offenem Mund sieht Sonja zur Eingangstür, die sich schließt. Im Streifenwagen fahren Hubert und Staller durch ein Wohngebiet. Einer mit dem orangen Pullover. Ja, wahrscheinlich arbeitet er bei der Müllabfuhr. Ui, warte mal. Da oben, das ist doch orange, was da steht. Der Bärtige steht an der Brüstung einer Dachterrasse. Hinter dem Starnberger See erheben sich die gezackten Gipfel der Alpen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert, dunkelblond, blaue Augen stets braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller, groß, schlaksig, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz, korpulent, graumeliertes, zurückgekämmtes Haar. Karin Thaller als Pathologin Anja Licht, klein und blond mit Pferdeschwanz. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk, Text Jan Potterst, Redaktion Elmar Dosch, Marion Hollerung, Tonmischung Herbert Glaser, Sprecher Florian Schwarz. Steg mit Aussicht. Die Ermittler sehen nach oben. Was machen wir jetzt? Tja, am besten gar nichts. Was? Ja, wenn's denn da schrickst, dann hupft er gleich. Der Bärtige setzt einen Fuß auf die Brüstung. Um Gottes Willen. Staller springt aus dem Auto und rennt auf die Straße. Warten Sie mal! Ein Golf hat Staller angefahren. Mit Wunden an Stirn und Nase liegt er auf der Straße und schließt die Augen. In der Pathologie stehen Anja und Hubert neben einer abgedeckten Leiche am Seziertisch. Genickbruch, haben wir uns aber eh schon gedacht. Mit Pflaster auf der Stirn fährt Staller in einem Rollstuhl mit Sicherheitswimpel herein. Keine Panik, meine Knie, die werde ich eine Zeit lang nicht belasten. Du hast aber echt Glück gehabt. Wie macht sie das jetzt? Ah ja, wenn er mir ein bisschen hilft. Kannst du ruhig einmal daheim bleiben, das stört niemanden, Hans. Ja, vermutlich Suizid, Handy, zumindest was davon übrig ist, Geldbeutel. Auf dem Tisch der Bärtige. Klaus Böttcher. Ein Kinder hat er einer. Er zeigt das Foto eines Kleinkindes. Also, hopp auf Silvia. Ja, du hopp am Arsch. Draußen steht Hubert, die Hände auf dem Rücken, neben der geöffneten Beifahrertür. Vom Rollstuhl aus greift Staller nach dem Türrahmen. Oh, ich glaub, so wird das nichts, Hans. Jetzt hilf mir halt. Du hast doch Zivildienst gemacht. Ja, seitdem fass ich keine alten Leute mehr an. Mit Schwung, Hans. Staller hieft sich Kopf voraus ins Auto. Das geht doch. Er schlägt die Tür zu. Im Auto beißt Staller die Zähne zusammen. Ein Blick auf das Dorf Münsing unter weiß-blauem Himmel. Im Gang des Polizeireviers steht Girwitz und sieht auf Hubert und Staller, der im Rollstuhl sitzt. Sie wollen wirklich nicht ein paar Tage zu Hause bleiben? Was soll ich da? Das ist mein Arbeitsplatz. Er rollt los. Fast echt wie im Streifenwagen. Das Revier ist komplett behindertenfeindlich. Jetzt übertreiben Sie mal die Staller, oder? Sonja, wann haben wir das letzte Mal einen Rollstuhlfahrer da gehabt? Noch nie. Sehen Sie es? Die kommen nämlich da vorne gar nicht erst über die Schwelle. Deswegen rollen die alle weiter nach Tölz. Wir haben Glück. Das Handy ist zwar hinüber, aber die Speicherkarte lebt noch hier. Das ist die letzte MMS. Ein Bild mit Text. Das ist der Sohn von Böttcher. Derselbe Junge auf dem Bild in seinem Portemonnaie. Das hättest du nicht tun dürfen. Gib endlich auf, oder du siehst ihn nie wieder. Das ist eine Drohung. Ja. Normaler Umgangston in der Ehe. Also, der darf jetzt seinen Sohn nicht mehr sehen. Wenn die Nachricht von seiner Frau kommt, wissen wir aber nicht. Ist eine Prepaid-Nummer. Ja, wenn nicht? Na, dann bedroht irgendjemand das Leben des Jungen. Sie zeigt das Bild. Fällt euch was auf? Hubert beugt sich vor. Na? Aus dem Auto heraus fotografiert. Man muss doch rauskriegen, wer das gesendet hat, ha? Hubert am Telefon. Ja gut, und übers Handy? Staller rollt herein. Auch nicht. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Und? Ja, das Handy ist nicht registriert und das Guthaben hat der Absender irgendwie unüblich aufgeladen. Wie unüblich? Ja, was weiß denn ich über das Girokonto oder was? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, oder? Ja, du telefonierst selber mit den Telefondeppen. Girwitz kommt. Und, was haben Sie rausgefunden? Also die Nachricht, die stammt von einem Prepaid-Handy. Der Hubsi hat's aber nicht so richtig verstanden. Also, der Böttcher ist geschieden und hat einen dreijährigen Sohn.
Das passt doch super. Seine Mutter kann ich leider nicht erreichen, aber ich weiß, wo das Foto aufgenommen wurde. Im Wolfratshauser Zwergelclub. Nehmen Sie Ihren Freund Wildmann Beispiel, meine Herren. Hm? Super, Sonja. Komm, hopp, auf geht's, Hupsi. Staller rollt nach hinten. Ach, Staller! Sie fixt da in dem Büro, da bist du quasi doppelt behindert. Sie fahren mit Ihnen zum Zwergerclub und Sie bringen Ihren Kollegen nach Hause. Was? Sofort, das ist ein Befehl. Der Mann ist krankgeschrieben. Hm? Oh, vielen Dank, Herr Gewitz. Auf einem Schild an einem Zaun steht Zwergerclub. Dahinter ein Haus mit Spielplatz. Im Haus steht eine brünette Frau vor Riedel und Sonja. Ja, den kenne ich. Der ist der Leo von den Böttchers. Klaus Böttcher? Ja, Klaus und Katharina Böttcher haben sich scheiden lassen. Der Kleine liebt jetzt seit knapp einem Jahr bei der Mama. Ist er jetzt auch zu Hause? Ich denke schon. Die Mama arbeitet ja nur vormittags und da ist der Leo dann immer bei uns. Haben Sie ja Ahnung? Sie sieht sich um. Wenn die in ihren Mittagsschlaf geweckt werden, dann sind die unausstehlich. Aber das sind doch nur Kinder. Nur? Haben Sie zufällig eine Ahnung, wer das Foto gemacht haben könnte? Das muss irgendwann heute Mittag gewesen sein. Tut mir leid. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Vor dem Kindergarten? Auto? Menschen? Bei 15 Kindern bleibt keine Zeit zum Rausschauen. Die Ruhe jetzt ist die absolute Ausnahme. Hubert schiebt Staller die steile Auffahrt zur Bäckerei hinauf. Das ist jetzt mal ruhig sagen können, dass du daheim keinen Aufzug hast. Ja, das habe ich halt vergessen. Vergessen ist für mich ungünstig. Ja, das schieben wir halt irgendwo in den Kram rein. Ja, das brauchst du mir nicht zweimal sagen, ja. Hansi, Hupsi. Ja, das ist eine Überraschung. Was ist denn dir passiert? Ja, ungeschickt wie immer. Die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Was machst denn du da? Dann wisst ihr es ja noch gar nicht. Was? Hansen nimmt die Sonnenbrille ab, senkt den Blick. Papa ist gestorben. Hey. Ja, ich würde dich gerne umarmen, aber der Kollege. An einer Haustür stehen Böttcher und Leo, davor Sonja und Riegel. Ja, das stimmt. Wir haben uns vor einem knappen Jahr getrennt. Momentan befinden wir uns noch im Scheidungsjahr. Ja, apropos Scheidungsjahr. Können wir vielleicht mal ganz kurz reinkommen? Ja, natürlich. In der Küche. Ist Klaus etwas passiert? Frau Böttcher, ihr Mann ist tot. Der ist vom Dach gesprungen. Tut mir leid. Es geht schon. Es ist auch mehr wegen... Sie schaut zu Leo. Ich denke da mehr an den Kleinen. Ich habe schon lange nichts mehr für meinen Mann empfunden. Der hat so viele Menschen betrogen. Bayerngold. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ach so, die Investmentfirma, die mehrere Millionen verschwinden ließ. Die haben Existenzen zerstört. Mit solchen Menschen wollte ich nie etwas zu tun haben. Und auf einmal ist es der eigene Mann. Ist da auch eine? Riedel zeigt Leo seine Dienstwaffe. Aber sind die Verantwortlichen nicht mit dem blauen Auge davon gekommen? Mein Mann war ein Wrack nach dem Prozess. Hat Depressionen gehabt. Das hat es für uns nicht einfacher gemacht. Frau Böttcher... Haben Sie ihm das geschickt? Sie zeigt die ausgedruckte MMS. Mein Gott, wer hat denn das aufgenommen? Sie nicht? Nein. Wer dann? Keine Ahnung, vielleicht ein Anlieger, der sich rächen wollte? Leo hockt mit einer Wasserpistole auf Riedel, der bäuchlings am Boden liegt und das Gesicht verzieht. Am Starnberger See sitzt Staller im Rollstuhl auf einem Steg. Am Ufer Hubert und Hansen. Danke fürs Heimbringen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dieser ganzen... Beerdigungsgeschichte. Ah ja, am besten gar nicht eingraben lassen. Ja, das ist ein Mördertipp, Hupsi. Hast du irgendwie schon alles geregelt? So Testament, Pflegeversicherung. Erbt mal bei dir. Darf ich dir mal ausprobieren? Nein, Hansi, du tust dir bloß weh. Staller hält eine Angel. Hilfe! Hilfe! Er sieht zum Nachbarhaus. Hilfe! Legt die Angel hin und rollt an Land. Du glaubst gar nicht, an was man da jetzt denken muss. Blumenschmuck, welches Foto kommt in die Zeitung? Was sagt der Pfarrer? Ja. Was trägt er im Sarg? Also, der Papa, nicht der Pfarrer. Habt ihr gerade das Hilfe gehört? Nein, wir haben keine Hilfe gehört. Ich hab nichts gehört. Na, der Hansi hat's gerade ein bisschen schwer. Er sitzt im Rollstuhl, hört Stimmen, heimatlos ist er auch. Heimatlos? Wieso? Ja, weil deine Wohnung nicht behindertengerecht ist. Ja, dann rollen wir dich zum Yazid, der nimmt alles, was Räder hat. Ups, ich bin kein Sperrmüll. Warum bleibst du denn nicht da? Bist du groß genug? Staller strahlt. Hubert runzelt die Stirn. Upsi, ich muss halt einmal. Was? Hubert blickt kurz zur Seite und presst die Lippen zusammen. In der Dämmerung. Die tiefstehende Sonne spiegelt sich im See. Nebel über bewaldeten Hügeln. Es ist Tag. Mit verschränkten Armen und geschlossenen Augen sitzt Staller im Rollstuhl auf dem Steg.
Neben ihm eine halbleere Flasche Wein und die Angel. Er öffnet die Augen und reckt die Schultern, dann sieht er sich um. Staller entdeckt einen Mann in grauem Kapuzenpulli, der einen langen, verschnürten Sack ans Ende des Nachbarstegs schleift. Ey! Ey! Der Mann hat den Sack im See versenkt. Schnell rollt Staller an Land. Hubert und Sonja steigen vor einem Wohnhaus aus dem Streifenwagen. Vor dem Eingang sind große rote Buchstaben auf den Boden gesprüht. Wein, Dusch. Duschwein. Was soll das heißen? Du Schwein. Ah, du Schwein. Du Schwein. Schwein. Jetzt habe ich es verstanden. Drinnen steht Sonja im Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch Fotos von Leo und Medikamente. An der Wand das zerknitterte Bild eines Grauhaarigen. Sonja sieht zum Wohnzimmer, dessen Fenster mit Zeitungen zugeklebt sind. Dort hält Hubert beschriebene Zettel. Zu dem ist nicht viel geblieben. Du miese Ratte, lange lebst du nicht mehr. Ich geb erst Ruhe, wenn du tot bist. Nette Brieffreundschaften hat er gehabt. So, gestern hat er mal 3.000 Euro abgehoben. Jetzt ist das Konto leer. Vielleicht wurde der erpresst. Sie hält ein Telefon. Hier, letzter Anruf, gestern 11 Uhr. Eine Stunde bevor der Böttcher bei uns auf dem Revier war. Stehen die Pflanzen immer stramm? Lass den Gartenlutz mal ran. Servus, der Gartenlutz ist gerade nicht erreichbar, aber er ruft zurück. Message nach dem Piepston. Merci. Staller rollt eilig bergauf. Er sieht auf seine Uhr. Fix, fast eine halbe Stunde mit dem Scheißding. Vor den Stufen einer Haustür schaut Staller sich um. Dann nimmt er einen Besen und drückt mit dem Stiel die Klingel. Darunter steht Wollhaupt. Mit der Hand vor dem Mund und im Schlafanzug öffnet der Grauhaarige. Oh. Ja, bitte. Wen haben Sie denn da grob versenkt, da draußen am Stieg? Bitte, was hab ich? Ich hab das beobachtet von nebenan. Nebenan, ich dachte, da wohnt nur der alte Hansen. Aber egal, ich hab keine Ahnung, wovon Sie reden. Ja, gut, dann schauen wir doch jetzt beide mal vor zum See. Das ist hier Privatbesitz. Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss? Brauche ich gar nicht. Gefahr im Verzug. Ach ja, tatsächlich. Zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Staller greift an die Brusttasche. Ach so, weil ich im Rollstuhl hock. Das ist Diskriminierung. Sie lassen mich jetzt sofort einmal da durch. Er deutet in Richtung Tür. Dann zieht er das Kinn heran und hebt die Vorderräder auf die erste Stufe. Sie rollen wieder herab. Ich rufe die Polizei, wenn Sie jetzt nicht augenblicklich verschwinden. In Pantoffeln geht er zurück ins Haus. Gott, ist nicht die Idee! Ja, hallo. Hupsi, ich brauche Hilfe sofort. Ja, dann ruf ihn aus, ich hab keine Zeit. Da geht's um Mord, der will mich nicht reinlassen. Wer? Ja, der arrogante Nachbar, der hat einen Sack im See versenkt. Mit wem drin? Ja, Hansi, mir ist eins klar, die ist wahnsinnig langweilig daheim. Aber der Onkel Hupsi verspricht dir eins, der kommt am Abend vorbei und dann kannst du dem Onkel Hupsi alles erzählen. Was soll ich dir erzählen? Dass unser Mörder entwischt ist, weil ich da hilflos im Rollstuhl hock? Ich kann nicht über den Zaun hupfen, da brauche ich einen Partner mit zwei Füßen. Also gut, ich komm. Servus. Sonja, auf geht's. Im Revier lehnt sich Riedel aus dem Anmeldefenster. Er sieht zu Girwitz im Gang. Der öffnet die Eingangstür und mustert die Stufe davor. Was meinen Sie, Riedel? Ist doch eigentlich alles gut zugänglich, oder? Also für mich wunderbar. Sie meine ich doch nicht. Ich meine hier die Kollegen. Ah, wollen wir jetzt schon zurück? Ja, wir haben was gefunden. Apropos wir, der Kollege ja, Hubert. Der ist noch mal kurz weg. Ja. Lesen Sie das mal. Mhm. Sonja, ich habe mir eine Liste vom Prozess gegen die Bayerngold schicken lassen. Hier, das sind über 50 Kläger. Cool, Riedel. Ja, und weißt du was? Die sind alle leer ausgegangen. Das ganze Geld futsch. Ich weiß, kein Wunder, dass sie sauer sind, oder? Ich bringe sie um, sie verlobender Betrüger. Also von mir, das ist ein Volltreffer. Wobei der Böttcher nicht der einzige Verantwortliche war. Er nimmt ein Papier. Mit angeklagt war ein gewisser Herr Hanselmann. Das war wohl der Partner von Böttcher. Darauf ein Foto des Grauhaarigen. Gut, also wir werden jetzt erstmal die Drohbriefe mit den Geschädigten abgleichen. Der Rache will, der macht wahrscheinlich auch vor der Familie von Böttcher nicht halt. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Ne? Ich meine, die Logik ist ja nahezu zwingend. Nicht? Ja. Riedel, kannst du mal probieren, den zu erreichen? Gartenlutz? Ja, der hat beim Böttcher angerufen, bevor der sich umgebracht hat. Okay. Super. Der Streifenwagen kommt.
Hey Fix, wo bleibst denn du? Das muss jetzt ganz schnell gehen. Ja, wo ist denn das Haus? Ja, da vorne. Halte fest. Was? Festhalten! Staller im Rollstuhl klammert sich am Türgriff fest. Der Streifenwagen zieht ihn mit sich. Hubert drückt die Klingel bei Wollhaupt. Ja, du hast gar nicht zu schauen. Du hast gesagt, es muss schnell gehen. Im Bademantel öffnet Hanselmann. Aha, und schnell noch im See, haben den Sack wieder rausgeholt. Was hab ich? Nein, ich hab geduscht. Das würde ihn auch mal gut tun. Ja, das stimmt. Der Kollege meint, es hat da so ein kleines Missverständnis gegeben. Ach so, ja, tut mir leid. Ich war mir nicht ganz sicher, ob Ihr Kollege auch wirklich Ihr Kollege ist. Bin ich mir auch oft unsicher. Hat er nicht mal einen Ausweis dabei? Hat er keinen Ausweis dabei gehabt? Staller ist staubbedeckt. Hanselmann, Maximilian Hanselmann. Ach so, sind Sie gar nicht der Herr Woll... Wollhaupt? Nein, das ist meine Lebensgefährtin, die Birte. Ja, also ich habe jetzt leider auch keinen Ausweis dabei. Ach, das ist gar nicht nötig, dass Sie ein Polizist sind, das sieht man. Ja, dann würden wir uns gerne ein bisschen umschauen. Der Kollege meint, er hätte was gesehen. Ja, selbstverständlich, bitteschön. Kommen Sie rein. Hubert betritt das Haus. Staller rumpelt gegen die unterste Stufe. Sie. Upsi! Der kommt zurück und zeigt auf den Rollstuhl. Ich glaube, du musst auf Kippstellung gehen. Ich bin ja kurz Klofenster. Im Konferenzraum Riedel und Sonja mit Zetteln. Beim Wartenlutz ging keiner dran. Okay. Hier, das bezahlst du. Ich gebe erst Ruhe, wenn du tot bist. Wieder von diesem Wanninger. Der war ganz schön fleißig. Und einer der Hauptkläger, der hat alles verloren. Haus weg, Job weg. Gierwitz kommt. Ah, Herr Polizeirat, wir haben wen. Ein gewisser Herr Wanninger, der hat wegen dem Böttcher alles verloren und hat gedroht, ihn umzubringen. Ja, worauf warten Sie noch? Laden Sie ihn vor. Noch besser, nehmen Sie ihn fest, nicht? Bevor er ihn noch abbaut. Hm? Ah ja, noch was. Der Kollege Hubert. Ach so, ja, nee, der müsste gleich da sein. Wir schnappen uns erstmal unseren Mann. Der Chef runzelt die Stirn und geht. Riedel und Sonja sehen einander an. Am See rollt Staller langsam auf Hanselmanns Steg hinaus und sieht abwechselnd rechts und links ins Wasser. Hubert und Hanselmann folgen ihm. Schön. Ich leih Ihnen gerne Badehose. Das Wasser ist ein Traum. Ja, normal liebend gern, aber Kollege ist nicht Schwimmer. Und Ihnen ist nichts aufgefallen? Keine fremden Leute auf dem Grundstück? Nein, leider nicht. Ich war ja im Haus. Der Rollstuhl steht leer am Ende des Stegs. Ein Blick von unter Wasser zum Steg hinauf. Von dort sehen Hubert und Hanselmann herab. Jetzt brauche ich doch ein Badhosen. Im Verhörraum sitzt Sonja neben Gierwitz. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten, Herr Wanninger. Sie haben doch gesagt, es geht um die Bayern Gold. Hocke die Saukerl jetzt endlich im Knast? Einer von den Saukerlen ist tot, Herr Wanninger. Der Herr Böttcher. Moment mal. Sie denken jetzt aber nicht, dass ich den umgebracht habe. Na, das hat er selber erledigt. Der ist gesprungen, freiwillig. Wobei das mit dem freiwillig so eine Sache ist, nicht? Von Wirt? Ja. Schauen Sie mal. Haben Sie diese Nachricht hier verschickt? Nee. Ich hab den Mann gehasst, aber ich würde doch nie ihr Kind bedrohen. Hm. Sie haben ihm gedroht, ihn umzubringen. Oder sind die jetzt auch nicht von Ihnen? Hm? Doch. Hier, ganz billiges Teil. Keine Kennung, kein Vertrag, nix. Danke, Riedel. Er hält ein Tastenhandy. Hab ich doch gesagt. Mehr kann ich mal gar nicht leisten. Das entlastet Sie jetzt aber nicht. Wo waren Sie denn gestern gegen 12 Uhr? Gestern? Wanninger und Gierwitz sehen Sonja fragend an. Als die Nachricht verschickt wurde. Der Verfasser muss doch in der Nähe der Krippe gewesen sein, um das Foto aufzunehmen. Ja, natürlich, das habe ich gewusst, ja. Nee, also? Gestern, ja genau, da war ich im Jobcenter, habe ich einen Termin gehabt. Ich habe durch die Bayern Gold alles verloren. Das Haus, den Job, meine Frau. Vor einem halben Jahr ist sie gestorben, vor lauter Kram. Er zeigt ein Foto. Schauen's. Darauf küsst er eine Frau. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Aber sein Partner, der Hanselmann, der muss noch bezahlen. Sagen Sie doch sowas nicht. Und schon gar nicht in unserer Gegenwart. Nee. Und noch besser, unternehmen Sie nichts in dieser Richtung, klar? Am Ufer trocknen sich Staller und Hanselmann mit Handtüchern ab. Muss dich noch bedanken, Hans. Ich denke, ich schon gedacht, dass du nervst. Naja, jedenfalls brauchen Sie jetzt keine Taucherstaffel mehr holen. Staller entdeckt einen Schlüsselanhänger. Ist das die Freundin? Meine Lebensgefährtin, ja. Die Birte. Hübsch. Wo ist die gerade? Hansi. Sie macht gerade ein paar Tage Urlaub. Und Sie? Jetzt hör halt auf. Sie haben es doch gesehen. Da ist nichts am Steg. Dann rufen wir es doch einmal an. Ja, warum eigentlich nicht? Er nimmt sein Smartphone, tippt darauf. Birte? Und hält es ans Ohr.
Mailbox. Bei Hansen. Hupsi, der hat seine Freundin umgebracht. Hundertprozentig. Wahrscheinlich hat es einen Liebhaber gehabt. Wahrscheinlich musst du dich noch mal vom Arzt checken lassen. Da ist ein bisschen was da hängen geblieben im Hirn. Servus, Hupsi. Servus. Deine Nachbarn werden wir verhaften müssen. Was? Ich muss los. Hansi, bitte nicht anrufen. Sonja klingelt bei Hanselmann. In hellblauem Hemd öffnet er die Tür und schaut genervt. Hallo, Wirt, Polizei Wolfratshausen. Herr Hanselmann? Ja. Wie viele von Ihnen wollen eigentlich noch kommen? Ach, dann wissen Sie schon, dass Ihr ehemaliger Geschäftspartner tot ist. Was, der Klaus? Ja, Klaus Böttcher. Der hat sich gestern das Leben genommen. Hanselmann senkt den Blick. Bitteschön. Er folgt Sonja hinein. Auf ihrem Steg steht Hansen neben Staller und blickt zum Nachbargrundstück. Ja, das war so eine dubiose Investmentfirma, die ist dann pleite gegangen. Schau, das hab ich gar nicht gewusst, dass der Hanselmann jetzt neben uns wohnt. War wirklich lang nicht mehr da. Am Klingelschild steht Wohlhabt. Das wird die Frau sein, oder? Wohlhabt. Ist das so eine gespreizte Schickimicki-Tussi? Die kenne ich. Das Einzige, was die beim Mann interessiert, das ist zwischen Daumen und Zeigefinger. Hm, ein Foto hat's eigentlich ganz gut ausgeschaut. Typisch, Mann. Ja, die haben lang eine On-Off-Beziehung gehabt. Das ist ja damals durch die ganze Klatschpresse gegangen. Uiuiui, was tut denn die da? Was? Lass mich sehen. Sie schaut durch Stallers Fernglas. Herr Hanselmann, haben Sie eine Ahnung, wer dem Herrn Böttcher das geschickt haben kann? Ach, das ist ja der Leo. Der ist ja richtig groß geworden. Ihm ist doch nichts passiert, oder? Nee, zum Glück nicht. Also, fällt Ihnen was ein? Er lehnt sich zurück. Keine Ahnung. Vielleicht einer von diesen Spinnern, die mir, also die uns die Schuld dafür geben, dass ihr Geld weg ist. Oder seine Frau. Hat ja richtig gekracht zwischen den beiden. Seine Frau? Warum das denn? Das ist doch aber auch seine Mutter. Sie sind die Polizistin, können Sie das nicht zurückverfolgen? Sie faltet den MMS-Ausdruck zusammen. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich so einen richtigen Handyvertrag? Nein, ja. Ich war Zielscheibe einer rachsüchtigen Presse und willgewordener Anleger. Im Gegensatz zu Klaus habe ich meinen Namen nicht mehr ans Klingelschild geschrieben. Aber Sie haben Ihren Wohnort umgemeldet, sonst hätten wir Sie wahrscheinlich gar nicht gefunden. Tja. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass dieser Irre auf mich losgeht? Sie haben es ja gerade selbst gesagt. Wir sind schwer zu finden. Ein Blick über den See unter weiß-blauem Himmel. Auf der Uferstraße rollen Staller und Sonja in Girwitz Geländewagen aufeinander zu. Hansi. Was war denn jetzt das? Im Revier. Staller, schön, dass Sie auch in Ihrer Freizeit wachsam sind dabei. Freizeit? Ihr habt's mir aufs Abstellgleis geschoben, weil er nicht ins Konzept passt. Sie sind krankgeschrieben. Sie sollen zu Hause bleiben und sich ausruhen. Und wenn Sie nicht zu Hause bleiben können, sollen Sie sich wenigstens ausruhen. Na, wegschauen soll ich, obwohl ich der Einzige bin, der einen Durchblick hat. Also schön, der Hanselmann spielt in dem Fall Böttcher jetzt eine Rolle. Aber ich meine, wenn wir in dem Mann ein Opfer sehen, sehen Sie in ihm einen Mörder, nicht? Also, was heißt das? Einer der Geschädigten der Bayerngold hat mehrfach gedroht, den Böttcher umzubringen. Ja, und in meiner Gegenwart gesagt, es fehlt nur noch der Hanselmann. Das Alibi müssen wir noch überprüfen, nicht? Ja, aber vielleicht ist es nicht schlecht, wenn der Hansi den Hanselmann beobachtet. Danke. Sie meinen so eine Art Personenschutz, ne? Ja, ja. Aber nur, wenn Sie in ihm das potenzielle Opfer sehen, nicht? Wie soll das gehen, wenn er der Täter ist? Moment, ganz langsam. Hast du tatsächlich einen Hanselmann auf dem Steg gesehen, oder? Ich habe einen Mann gesehen, der einen Sack versenkt hat. Wer soll denn das sonst gewesen sein? Ja, Hansi, du hast den Mann nicht erkannt, aber hast gesehen, dass sich der Sack bewegt hat. Hm? Bleiben wir lieber mal bei den Fakten, nicht? Gut, und die Fakten sind, dass der Hanselmann mit dem blauen Auge aus der Insolvenz rausgekommen ist. Welchen Grund sollte er gehabt haben, den Böttcher zu bedrohen? Der hatte doch gar nichts mehr. Vielleicht hat der kleine Junge ja gesehen, wer ihn fotografiert hat. Ach, der ist 3 Jahre alt. Ja. In dem Alter konnte sich meine Tochter schon vortrefflich artikulieren, nicht? Besser als jetzt. Also ich finde den Ansatz richtig, nicht? Sie und Frau Wirt nehmen Sie den Kleinen morgen früh noch mal vor, nicht? Nein, ich verhöre keinen 3-Jährigen. Ja gut, dann machen Sie das, Riedel, und, ne? Aber nur, wenn Sie in der Zentrale bleiben. Sehr gern. Hm? Und ich? Sie verhalten sich jetzt mal so wie jemand, der an den Knien verletzt ist und nicht auf Kopf. In Hansens Garten am See stoßen Hubert und Hansen an. Auf den Papa. Auf den Papa. Obwohl, das ist eigentlich wieder typisch für ihn. Nur wenn du ihn am dringendsten brauchst, dann macht er sich aus dem Staub. Ja. Ist ein schöner Tag, gell? Überleg mir wirklich schon, wie wieder aufs Land zurückziehe. Mhm. Ich meine, das ist natürlich etwas, was man zwischen zwei Gin Tonic entscheidet, aber... Mhm. Ja, die Sabrina ist ausgewandert. Staller parkt mit Fernglas auf dem Steg und beobachtet das Nachbargrundstück.
Dort geht eine schlanke Frau in Flipflops und Bikini zum See. Fuchsi, schau mal! Nicht reagieren. Er blickt zu Hansen. Staller beobachtet mit offenem Mund die Frau, die sich streckt. Der Rollstuhl wackelt. Nicht schon wieder. Nass und mit Wasserpflanzen am Rollstuhl sitzt Staller vor Hubert und Hansen. Das war nämlich genau die von dem Foto. Ja, quicklebendig ist die da rumgelaufen, die Freundin vom Hanselmann. Ja gut, dann hörst du jetzt hoffentlich auf mit deinem Schmarrn. Nein, da war nämlich in dem Sack jemand anders, der da gezappelt hat. Ja, vielleicht wird er seine Katze ertrinken. Irgendwann wird er zu Kreuze kriechen. Mit dem Daumen deutet er auf Hubert. Die tiefstehende Sonne spiegelt sich neben einem Steg im See. Im Zwergerl-Club stehen Riedel und Sonja vor der Brünetten, die Spielsachen umklammert. Wir möchten gern mit Leo Böttcher sprechen. Es tut mir leid, der ist nicht da. Und der wird auch nicht mehr kommen. Wie bitte? Er wird nicht mehr kommen. Wieso denn nicht? Die Mutter hat ihn abgemeldet. Was? Sie hat ihn abgemeldet, einfach so. Okay, danke. Was? Danke! In ihrem Garten sitzt Böttcher neben Sonja. Riedel spielt mit Leo. Ja, ich habe ihn abgemeldet. Darf ich Ihnen eigentlich irgendwas anbieten? Danke, nein. Robertja, wir haben immer noch nicht rausgekriegt, wer das Foto gemacht hat. Hat vielleicht Ihr Sohn irgendjemanden gesehen? Sie haben immer noch keine Spur? Wir können die Nummer nicht nachverfolgen. Das ist ja sehr beruhigend. Und Sie haben jetzt freigemacht? Ich habe gekündigt. Ach, so schnell. Ich bin nur hier geblieben, dass Leo ab und zu seinen Vater sehen kann. Er hat immer wieder gesagt, er weiß nicht, wo die Millionen sind. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihm das glauben soll. Aber ich will davon auch nichts mehr hören. Die Leute haben nicht nur ihn gehasst. Die haben auch auf uns mit dem Finger gezeigt. Ich will hier einfach nur noch weg. Riedel kommt. Und? Ja, er hat irgendwas von einem Hirschauto erzählt. Ein Hirschauto? Ja. Okay, super. Im Vorraum. Gartin Lutz. Polizeiwolfershausen Hubert, hallo? Ah, Frau Gierwitz. Ja, ich stelle Sie durch. Er zögert mit dem Zeigefinger über den Tasten, dann nimmt er das Telefon und geht zum Chef. Herr Gierwitz! Ihre Frau ist am Telefon. Ja. Hallo? Stirnrunzelnd sieht er auf die Basis, zieht das Kabel zu sich und zeigt Hubert den Stecker. War am Telefon. Ist wenigstens Staller auf seinem Posten. Ja, ich hoffe, er hat einen Regenschirm dabei. Gierwitz drückt Hubert das Telefon in die Hand. Staller sitzt unter einem gelben Regenschirm und drückt mit dem Besenstiel Hanselmanns Klingel. Wollhaupt öffnet. Sie ist Mitte 30, brünett und hat volle Lippen. Ja, bitte? Grüß Gott. Staller Johannes, ich bin Ihr neuer Nachbar. Ach, dann wohnen Sie jetzt in dem Haus vom Hansen? Ja, deswegen wollte ich mir auch persönlich vorstellen. Ich bin die Birte. Naja, so ein pensionierter Polizist in der Nachbarschaft, da brauche ich mir jetzt ja keine Sorgen mehr machen. Nein, nichts pensioniert. Ich bin nur voll im Schuss. Oh, Verzeihung. Wahnsinn. Von nebenan, da schaut das ganze Grundstück wesentlich kleiner aus. Mit grüner Plane über den Knien sieht er sich lächelnd um. Ja, soll es Ihnen mal zeigen? In Hanselmanns Garten. Bei uns ist es gerade etwas turbulent. Ich bin ja gestern erst aus Mallorca zurückgekommen und heute ist der Max schon wieder auf Geschäftsreise. Aber naja, morgen kommt er ja schon wieder. Naja, das kenne ich. Permanent on Tour. Da freut man sich richtig, wenn man wieder mal daheim ist, gell? Wunderschönes Anwesen. Bis man das alles bewirtschaftet hat, da haben sie mit Sicherheit einen Butler. Ein Butler? Nein. Ja, halt ein Hausmädchen. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, halt jemand, der da außer Ihnen noch ein- und ausgeht. Vom Liebhaber möchte ich jetzt gar nicht reden. Ach, wissen Sie, mein Leben war so aufregend in den letzten Jahren. Ich genieße das einfach, hier im Garten zu sitzen und... Ach nein. Was ist? Ja, eigentlich war abgemacht, dass er den Garten auf Vordermann bringt, während ich weg bin. Normalerweise ist er total zuverlässig. Sie haben einen Gärtner. Und der lässt da einfach so alles stehen und liegen. Eine Schubkarre steht neben einem Beet. Den würde ich jetzt gleich mal anrufen und fragen, was da los ist. Sie nickt. Im Vorraum sehen Riedel und Sonja zu Hubert, der ein Haferl und eine Kanne hält. Wenn ich im Scheidungsjahr gestorben wäre, hätte Anja die gesamte Versicherung kassiert, plus Witwenrente. Ich dachte, die Frauen sind immer die Leidtragenden. Sei froh, dass du nie in die Situation kommst. Wurscht, ihr habt die Versicherung sofort gekündigt. Dann hat ja die Böttcher richtig Glück gehabt, dass ihr noch Ehemann vor Ablauf des Trennungsjahres verstorben ist. Das war quasi ein Lottogewinn. Krass. Hast du eigentlich den Gartennutz erreicht?
Na? Im Jobcenter wegen dem Alibi vom Wanninger? Da haben wir nur kurz Zeit gehabt. Der Garten Lutz ist nicht erreichbar. Naja, er wird sich schon zurückmelden. Außer er ist halt da vergraben, ne? Er grinst. Neben dem Beet stehen Blumen in Pflanztöpfen. War Spaß. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen das. Sie? Ja, ja. Ja, ich meine, haben Sie denn Erfahrung im Garten? Ja, was meinen Sie? Was ich schon alles um- und angegraben habe. Ja, aber kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ja, ein gescheites Werkzeug. Das war vielleicht nicht schlecht. Okay, ich schau mal nach. Sie geht. Staller gräbt in den Beet und zieht einen Knopf mit grünem Fadenrest heraus. Der Gärtner. Ja, wie auch immer, da brauchen wir einen Durchsuchungsbeschluss. Herrschaft, das dauert doch viel zu lang. Der Hanselmann ist bis morgen auf Geschäftsreise. Das müssen wir ausnutzen. Ich besorge jetzt einen Ersatzgärtner. Der schaut sich da mal um. Vielleicht findet er die Leiche. Ein Ersatzgärtner? Das kann man schon vorstellen, wie der ausschaut. Ja, aber vielleicht war es genau so. Vielleicht hat der Gärtner im Auftrag von Böttcher beim Hanselmann geschnüffelt und wurde dann vom Hanselmann dabei erwischt. Wie? Im Auftrag von Böttcher? Das verstehe ich nicht. Na, mal angenommen, der Böttcher war unschuldig. Was macht er, um seine Unschuld zu beweisen? Er besticht den Gärtner vom Hanselmann, damit der nach den verschwundenen Millionen sucht. Woher weißt denn du das? Na, das wollte mir der Böttcher sagen. Ich glaube, es ist etwas Schreckliches passiert und ich trage eine Mitschuld. Er hat gesagt, er hätte was gefunden und... Dann war die Verbindung plötzlich weg. Ich glaube, der hat vom Gärtner gesprochen. Gut, der Hanselmann hat den Gärtner erwischt und dann? Dann hat der Gärtner dem Hanselmann alles gestanden. Vor allen Dingen, wer ihn beauftragt hat. Und dann musste der Hanselmann natürlich zusehen, dass er seinen Ex-Partner zum Schweigen bringt. Und dann hat er ihn bedroht. Hier. Sie zeigt die MMS. Das hättest du nicht tun dürfen. Gib endlich auf oder du siehst ihn nie wieder. Als er das gesehen hat, ist bei dem wahrscheinlich die Sicherung durchgeknallt. Rückblende. Böttcher an der Brüstung. Auf jeden Fall ist jetzt noch der Gärtner übrig. Und das ist ein Zeuge. Also musste der Hanselmann versuchen, den Gärtner zu beseitigen. Hat er wahrscheinlich versteckt. Hilfe! Bin hier unten! Hallo! Und dann hat er ihn am nächsten Tag auf dem Steg entsorgt. Rückblende. Der Mann im Kapuzenpulli wirft den Sack ins Wasser. Hat der Hansi doch den Schrein gehört? Ja, logisch. Was glaubt's denn hier? Aber mir glaubt der keiner. Ja, ist eine interessante These, Hansi. Aber wenn der Gärtner noch lebt, ist das alles ein Schmarrn. Ja? Keine Sorge, dass der tot ist. Das beweise ich euch. Yazid in grüner Latzhose und mit Strohhut steht neben Staller vor Hanselmanns Tür. Du meinst wirklich, dass mir den Gärtner abnehmen soll? Du bist der Verhauser schon, der erdige Typ. Was denn du bitte für ein Problem mit meinem Testosteron? Yazid drückt die Klingel. Wollhaupt öffnet und mustert Yazid lächelnd. Guten Tag. Servus. Er grinst verschmitzt. Entschuldigen Sie, Frau Wohlhaupt, das mit Ihrem Beet, das hat mir jetzt gar keine Ruhe gelassen. Da habe ich mir gedacht, ich leihe Ihnen derweil meinen Gärtner aus. Ach, das ist ja wirklich nett von Ihnen. Ich habe nämlich den Garten Lutz auch immer noch nicht erreicht. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt annehmen kann. Natürlich können Sie das. Ganz zu Ihrer Verfügung. Das ist wirklich sehr freundlich, Herr Staller. Bitte. Yazid steigt zur Tür hinauf. Ja, du darfst ja gescheit umgraben. Traum, selbstverständlich, Herr Staller. Er zieht die Brauen hoch. Wollhaupt schließt die Tür. Eilig fährt Staller seinen Rollstuhl Richtung Einfahrt an einem Aufsitzmäher vorbei und landet in einer Hecke. Im Revier. Mit Hafeln und Thermoskanne kommen Sonja und Hubert in den Gang. Wollen wir jetzt nicht mal dem Girwitz was sagen? Dem Girwitz prinzipiell nie was sagen. Ich bin eben beim Jobcenter durchgekommen. Der Wanninger hatte keinen Termin. Der hat gelogen. Wer hat gelogen? Der Wanninger, wegen seinem Alibi. Der mit den Briefen? Ja. Hab's gewusst. Mich sofort verhaften. Und bis er im Revier ist, gilt für den Hanselmann höchste Alarmstufe. Ich hoffe, Staller hat ihn im Auge. Ja. Nein. Der Hanselmann ist auf Geschäftsreise. Ist aber wurscht. Ist er aus dem Schussfeld. Und was macht Staller? Krank. Sonja und Hubert gehen. Ja. Im Diensthemd sitzt Staller mit Fernglas auf Hansens Steg. Hansen geht mit einem Trachtenjanker auf ihn zu. Schau. Hab ihm Papa seinen Schrank gefunden. Und das darf ich echt anziehen. Der war doch so sparsam. Der hätte bestimmt gefreut, wenn er seinen Anzug auf seiner eigenen Beerdigung gesehen hätte. In Hanselmanns Garten gräbt Yazid ein tiefes Loch ins Beet. Wollhaupt kommt. Graben Sie nach Öl? So Pflanzen, die brauchen halt, sage ich jetzt mal so als Gärtner. Ja, Sie sind der Profi. Ja, und Sie sind der Kunde. Also wenn irgendwas ist, was Ihnen nicht passt, dann sagen Sie es einfach, gell? Mir passt nicht, dass Sie mich siezen. Da komme ich mir so alt vor. Er steht auf. Yazid mit Y und Betonung auf der zweiten Silbe. Hallo. Birte, ich werde übrigens mit der Sabrina telefoniert. Die hat super glücklich geklungen am Telefon.
Ich glaube, der Ortswechsel tut dir gut. Und der neue Macker natürlich. Ja, der hat's, glaube ich, richtig pressiert. Bei dir ist auch nichts weitergegangen, nur kein Neid. Sie blickt durchs Fernglas. Ja, leck. Yazid umarmt Wollhaupt. Staller schnappt sich das Fernglas. Ist das Teil vom großen Plan? Nein, nicht von meinem. Wollhaupt kniet vor Yazid. Hansen sieht durchs Fernglas. Und schon wieder vorbei. So seid ihr, Männer. Was ist denn jetzt? Das ist mein Mann. Wie dein Mann? Kann der nicht 5 Minuten später kommen? Sei still. Sofort aufhören. Hallo, Schatz. Aufhören, habe ich gesagt. Was machen Sie denn da? Wer sind Sie? Ich bin der Gärtner und ich setze gerade eine Pflanze in Ihr Beet. Ja, das ist Yazid. Unser neuer Nachbar hat ihn uns freundlicherweise vermittelt. Der Bulle hat den Gärtner angeschleppt. Sag mal, bist du irre? Raus hier, und zwar sofort. Mag das vielleicht gar nicht, wenn man mich bei meiner Arbeit unterbricht. Was ist denn los mit dir? Und wieso bist du überhaupt schon wieder da? Ja, das Meeting war kürzer als erwartet. Wir müssen reden, komm. Im Polizeirevier. Na gut, ich war nicht im Jobcenter. Zufrieden? Ich war vom Haus, vom Böttcher. Ach, dann haben doch sie ihm die MMS geschickt. Nee, ich war einfach nur vom Haus. Ich war oft da, um ihn an seine Schule zu erinnern. Und als er die Wohnung verlassen hat, da hab ich ihm auch was hinterlassen. Du Schwein. Genau. Ja, ist eine klare Ansage. Warum haben sie das nicht gleich gesagt? Der Böttcher hat eine einstweilige Verfügung gegen mich erwirkt. Ich kann dir nicht dauernd sagen, dass ich dagegen verstoß. Der Hansi musste den Einsatz abbrechen. Der Hanselmann ist schon zurück. Ja, sag's nur ein bisschen lauter. Was für ein Einsatz? Der Chef kommt. Riedel presst die Lippen zusammen. Riedel, was für ein Einsatz? Durchsuchungsbeschluss hätte zu lange gedauert. Girwitz nickt und schließt die Augen. Es reicht. Ihr Kollege ist nicht mehr zu bremsen, seit er im Rollstuhl sitzt. Ja, das haben wir eigentlich gemeinsam entschieden. Der Staller zieht morgen bei der Hansen aus, da ist ein Befehl. Das haben aber wirklich alle zusammen gemacht. Ja, alle miteinander. Zu Sonja? Enttäuschen Sie mich jetzt nicht auch noch, nicht? Bloß weil Ihr Kollege im Rollstuhl sitzt, müssen Sie nicht mit ihm solidarisieren. Außerdem haben wir den Schuldigen ja hier, nicht? Meinen Sie mich? Ja. Riedel schaut betrübt. Auf der Uferstraße fahren Yazid auf den Aufsitzmäher und Staller im Trachtenjanker aufeinander zu und halten. Was pulst denn du dir ein? Das ist doch eine wildfremde Person. Das steht doch ein gutes Zivil. Du weißt vielleicht schon, dass ich die in Zukunft dienstlich nicht mehr verwenden kann. Ja, ich kann doch auch nichts dafür, wenn ich so eine Wirkung habe auf Frauen. Das ist auch eine Belastung. Okay, du spinnst doch. Du, ich hab vielleicht schon was Hartes gespürt. Was? Ja, in dem Beet drin. Ach so. Dämmerung über dem Starnberger See. Es ist Tag. Hansen in schwarzer Jeans und schwarzem Langarmshirt steht am Ufer vor ihrem Steg und sieht aufs Wasser hinaus. Hubert kommt. Ja, vorne hast du die Tür offen lassen. Das ist nicht ratsam, wenn man neben einem Mörder wohnt. Upsi, die meisten Morde sind Beziehungstaten, also was soll der von mir wollen? Das stimmt. Nein, ich bin wegen einem Hansi da. Ich darf den wieder abnehmen. Fehlt er da, hä? Nein, das ist ein Befehl vom Girwitz. Du, der ist sowieso nicht da. Der wollte spazieren gehen. Also was? Fahren. Rollen. Scheiße. Er eilt davon. Im Garten von Hanselmann robbt Hubert zu Staller. Der trägt seine Dienstjacke. Unter einem Flieder halten sie an. Upsi, was machst denn du da unten? Warum? Damit mich keiner sieht. Wie hast denn du mich jetzt gefunden? Dein Rollstuhl stand vor der Tür. Ach, Scheiße. Was? Es war doch schon einer dran an dem Beet. Ach Gott, Sie sind das. Frau Urlaub. Das tut mir leid, ich habe Sie für Einbrecher gehalten. Den hat mir Max für solche Fälle besorgt. Eine Elektroschockpistole. Die sind seit 2008 verboten, die Scheißdinger. So, jetzt reicht's. Jetzt schalte ich einen Anwalt ein. Wie lange haben Sie den Gartenplatz umgebracht? Sie sind doch nicht ganz dicht. Was haben Sie denn da vergraben? Geld oder Gärtner? Ja, ich habe das Beet gerichtet. Na und? Gut. Ich habe also den Gärtner umgebracht. Sekunde. Er nimmt sein Smartphone ans Ohr. Ja, hallo, Herr Lutz. Ja, Hanselmann hier. Hier wären zwei Herren, die wollen sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigen. Was, nach meinem Wohlbefinden? Hä? Stimmt fast nicht mit mir? Seien Sie mal, für wie blöd halten Sie uns eigentlich? Ach so. Herr Lutz, könnten wir Videochat einschalten? Ja, können wir. Gut, ich reiche Sie dann weiter. Ja, hallo? Haben Sie Probleme im Garten? Sie sind also der Gartenlutz. Ja, genau. Stehen die Pflanzen nicht mal stramm? Ja, und so weiter. Halten Sie mal bitte Ihren Ausweis ins Bild. Ja, gut. Er zeigt ihn. So, und jetzt mal die aktuelle Zeitung von heute. Ach, Hans, hör auf. Hanselmann grinst herablassend. Eilig schiebt Hubert Staller über die Uferstraße.
So, mein lieber Freund, eins sage ich dir, bis zur Beerdigung kein Wort mehr über den Hanselmann. Ab morgen wohnst du bei mir. Echt nicht? Super. Ja, ich habe keine Nachbarn, da kannst du nicht drüber schauen. In der Dämmerung am Ufer des Sees. Es ist Tag. Auf einem Friedhof kommt Hansen von einer Gruppe Trauergäste auf die Ermittler zu. Sie trägt die Sonnenbrille, einen schwarzen Rock und ein schwarzes Oberteil. Hubert hat einen schwarzen Anzug mit Krawatte an. Staller trägt den Trachtenjanker und einen Hut. Steht da voll gut, der Anzug. Für die traurigsten Anlässe zeigt man aber das schönste Gewand an. Stimmt, den habe ich schon bei meiner Hochzeit auch gehabt. Super war das, auch was du gesagt hast. Danke dir. Ich habe bei der Radlinger die Terrassen reserviert für Kaffee und Kuchen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch kommen würdet. Butterkuchen. Ah, logisch, sind wir dabei. Staller entdeckt etwas entfernt, Wollhaupt und Hanselmann. Er rollt los. Entschuldige. In einer Halle steht das Paar neben zwei Männern vor einem aufgebahrten Bärtigen in grüner Montur. Wer ist denn da bitte schön verstorben? Die Ermittler kommen. Der Lutz, unser Gärtner. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Doch, er ist im Chiemsee ertrunken. Das muss kurz nach unserem Telefonat gewesen sein. Man hat auch einen Abschiedsbrief gefunden. Liebeskummer. Ja, ist wirklich tragisch. Am Telefon war er doch noch so lebensfroh. Hubert runzelt die Stirn. Heute ist ein ganz mieser Trick mit dem Telefonat. Hansi, nicht schon wieder. So, ich möchte jetzt einmal den Leichnam anschauen. Nein. Doch, da darf er sich versichert sein, dass er das tut. Was? Nein, das werden Sie nicht tun. Das können Sie doch nicht machen. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Na, Sie können doch nicht machen. Der Tote liegt am Boden. Gut. Wenn dies der Gartenlutz ist, dann war aber der am Telefon, nicht der Gartenlutz. Das ist wirklich ungeheuerlich. Wie sah denn der Mann aus, mit dem Sie telefoniert haben? Jetzt beschreiben Sie uns doch den einfach mal. Ohne hinschauen. Okay, darf ich Sie bitten, zu gehen? Vor der Bäckerei sitzen Trauergäste an einer Kaffeetafel. Staller zeigt Hubert einen Knopf. Upsi, kennst du den? Das ist der aus dem Blumenbeet. Ja, das ist der vom Toten, das ist der aus dem Beet. Du hast aber jetzt mit dem Toten den Knopf runtergerissen. Und ob? Er hat nämlich den Gärtner im Starnberger See ertränkt und nicht im Chiemsee. Da hat er ihn erst hingeschafft. Apropos ertränken, jetzt trinken wir mal was Gescheites. Auf den Papa. Auf den Papa. Zum Wohl. Hubert, Hansen und Staller trinken Schnaps. Staller nimmt noch einen. Ich werde das alles hier ganz schön vermissen. Du machst dich für ganz gut da hören. Schon klar, Hansi. Frauen zurück in die Küche. Ich bin Journalistin. Aber schlechte. Was? Schlecht bezahlt, meint der Hans. Hansen runzelt die Stirn. Du kehrst ja da her in die Gegend. Ja, ich glaub, das ist deinem Papa auch gefallen. Muss er dir sogar recht geben. Er weiß nur, wie wir immer zum Fischen gegangen sind. Und er hat sich mir beschwert, dass er nichts mehr fängt. Aber weil er weiß, keine Renken mehr gibt im Starnberger See. Das Wasser ist zu sauber, muss zum Chiemsee rauffahren. Da fangst du trinken. Wohin? Zum Chiemsee? Mhm. Staller stellt sein Glas ab und rollt los. Hubert springt auf. Warte, Hansi, Vorsicht, da geht's runter. Hansen lächelt. Sie leert ein Stamperl, sieht zum Himmel und hält kurz inne, bevor sie schluckt. Dann entfernt sie einen Zettel von der Scheibe der Bäckerei. Darauf steht, Geschäftsführer gesucht. Hubert steht hinter Staller vor dem Beifahrersitz des Streifenwagens. So, abstützen, Hans. Abstützen. Auf drei, drei. Er kippt seinen Kollegen vom Stuhl ins Wageninnere. Staller schnallt sich an. Hubert schiebt den Rollstuhl zum Heck, dann öffnet er den Kofferraum. Er greift die Armlehne des Rollstuhls, eine reißt ab. Er wirft sie Richtung Kofferraum. Sie prallt ab und fällt zu Boden. Der Streifenwagen parkt aus der Radlinger Ausfahrt aus und fährt eine Straße entlang. In der Pathologie sitzt Staller neben drei transparenten Plastikbechern mit farbloser Flüssigkeit. Sie sind etikettiert. Anja mit Brille und Papieren in der Hand sieht zu ihm. Hubert fallen die Augenlider zu. Also, ich habe mir auf deine Bitte hin den Obduktionsbericht von eurem Gärtner und alle Proben zusenden lassen. Und ich habe die Zusammensetzung des Wassers in der Lunge des Toten mit deiner Probe vom Starnberger See verglichen. Ja, und? Ja, das Wasser in der Lunge vom Lutz stammt eindeutig aus dem Starnberger See. Ja, also, habe ich doch gesagt. Er trinkt einen Becher leer. Das Problem ist allerdings, dass der zuständige Pathologe aufgrund der Wassertemperatur den genauen Todeszeitpunkt nicht auf den Tag genau festlegen konnte. Das ist einerseits nicht sehr hilfreich. Andererseits. Ist es also möglich, dass der Gartenlutz im Starnberger See ertrunken und dann zum Chiemsee geschafft worden ist? Genau. Hansi, wir sind bei Gocker so ein schlechtes Team. Ja, aber erst heißt ja, der Hansi spinnt, der Hansi sieht Gespenster. Hat von euch wer die Probe weggeschüttet? Sie deutet auf den Becher.
War das Wasser aus dem Starnberger See oder aus der Lunge vom Lutz? Staller reißt die Augen auf. Anja schüttelt den Kopf. Der pathologische Bericht erwähnt noch feine, oberflächliche Hautverletzungen, denen aber abschließend keine Bedeutung beigemessen wird. Der Pathologe vermutet, die hat er sich im Wasser postmortem zugezogen. Mhm. Und was vermutet die bezaubernde Pathologin? Sie zeigt ein Foto. 12 punktuelle Gewebeverletzungen. Bissal viel. Und er hatte keinen nackten Oberkörper. Wie soll das gehen, bitteschön? Moment mal, das kenne ich doch. Nein, nicht ausziehen, Hans. Anja betrachtet Stallers Halsansatz. Vor Hanselmanns Haus hebt Staller den Besenstiel. Hanselmann öffnet. Staller trägt einen falschen Bart und macht die Telefongeste. Hallo, hier ist der Gartenlutz. Ich bin's. Da wäre jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, in der Hektik, kleiner Bildschirm, da spannt er das keine Sau, ob der Bart echt ist oder nicht. Was wollen Sie? Wie viel haben Sie denn dem Zeit da, dem Double? Ja, für einen Anruf auf dem Handy vom Lutz. Wann geben Sie endlich auf? Neuer Obduktionsbericht. Der Gartenlutz ist nämlich malträtiert worden mit seinem Elektrodings. Kurz vor mein Trinken im Starnberger See und nicht im Chiemsee, wo Sie den hinverfrachtet haben auf Ihrer Geschäftsreise. Schatz, wer hat denn geklingelt? Hanselmann schnappt sich den Bericht und rennt ins Haus. Halt, der gehört mir. Upsi. Haben wir da eine Kopie? Hansi, du hast im Sitzen einfach keine Autorität. Hanselmann rast mit einem Geländewagen los. Auf der Hülle des Reservereifens prangt ein Hirschkopf. Hanselmann fährt Staller über den Haufen. Der Streifenwagen blockiert die Einfahrt. Hanselmann stoppt und steigt aus. Hubert sieht nach unten. Hansi, ist alles okay? Staller liegt mit geschlossenen Augen bäuchlings am Boden. Langsam erhebt er sich. Ich kann wieder gehen. Hubert starrt ihn entgeistert an. Staller macht einige vorsichtige Schritte. Wollhaupt kommt auf ihn zu. Frau Wollhaupt, ich bin wirklich sehr enttäuscht. Ja, es tut mir leid, dass er den Gärtner umgebracht hat. Das hat er mir wirklich erst gesagt, als er zurückgekommen ist. Er hat mir gedroht, dass, wenn ich was sage... Nein, das meine ich nicht. Ach so, ja. Ich habe schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt, als er mir mal Geld zugesteckt hat. Aber was hätte ich denn machen sollen? Auf all das hier verzichten? Dass Sie meinen Gärtner missbraucht haben, das meine ich. Vor Hanselmann öffnet Hubert den Geländewagen. Und Behinderten zusammenfahren, sowas macht man aber nicht. Im Auto, Geld und die Elektroschockpistole. Aha, hat der Kollege doch recht gehabt, ja? Was? Schau, Hubsi, das Folterwerkzeug. Er nimmt die Pistole. Hubert greift danach. Vorsicht! Hanselmann verdreht die Augen und kippt um. Protokoll schreibst du. Das war Hubert und Staller. Steg mit Aussicht von 2017. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Thomas Huber als Hanselmann, Marie Rönnebeck als Wollhaupt. Drehbuch Philipp Kettner, Regie Philipp Osthus. Thank you.